Oh, Lars, ey, ich hab Bock auf den Sommer. Schön Strand, Sonne, herrliche Drinks, Strand. Ey, Leute, guck mal, hier, die Sonnenbrille. Ich bin dabei, ich bin bereit, das wird mein Sommer, okay? Ich bin sowas von bereit. Ach, machen wir jetzt die Sendung hier, oder was? Florentin Will ist ziemlich lässig. Ah, ich wollte rutschen. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Mit Lars Paulsen und Florentin Will. Pfiffige Ziffern. Herzlich willkommen reingesprungen in diese fantastische Sendung, die so, gefällt dir das, hä? Wie gefällt dir das denn, hä? Wie gefällt dir das denn jedes Mal? Hä? Im Opening, hä? Jedes Mal. Hä? Wie gefällt dir das denn? Aber du hast ja mal eins getroffen. Oh, endlich. Endlich, ich hab's ja nicht. Meine Stimme gar nicht. Ich hab's ja nicht. Ich hab's ja nicht. Ich hab's Ich hab's hingekriegt. Ich wusste, es gibt so einen Knopf, den man betätigen muss. Okay, dann bist du wieder. Zum Glück, ja, das du warst knapp. Du warst Murmel, Florentin. Oh, ich war kurz der Murmler. Der Murmler? Hey, 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 was habe ich gesagt als Murmler? Du hast die Regeln von pfiffigen Ziffern erklärt, aber keiner verstanden. Deswegen haben wir hier nochmal eine Kleinigkeit für euch vorbereitet. Was ist pfiffige Ziffern? Florentin und Lars sehen sich Produkte auf Amazon an. Raten die Preise? Amazing! Lederjacke an, oder? So eine Lederjacke hat Florentin da. Ja, so. Auf jeden Fall. Dann lässt sich alle so ein Lederjacken-Teenie, kann ich mir schon. Das kann ja, das ist so ein Illustrator, der kann das ja, die, so die Essenz der Figur nochmal so rausholen, ja. Deswegen ja. Innerlich trage ich eine Lederjacke. Aber du wärst so ein Typ, der würde die Lederjacke dann im Juni rauskramen. Ja, natürlich. Und dann wärst du halt doch wieder nicht der Coole, sondern der fucking Weirdo mit der Lederjacke. Du wärst jemand, der in seinem Zimmer lauter so kleine Sternchen aufhängt, die dann im Dunkeln leuchten, ne? Schon gut sein. Brauchst du übrigens neue? Ja, hast du welche? Hey, ja, genau, die habe ich nämlich. Oh, sind die gerade im Angebot oder warum präst du sie mir an? Nein, die kosten den regulären Preis, denn falls ihr euch fragt, ja, Atomenergie ja, aber Endlager Fragezeichen, tja, dann haben wir jetzt eine Lösung für euch. Die werden in diese ansehnlichen kleinen Sterne gepresst. Und dann kriegt einfach jeder Bürger einen von diesen Uransternen und dann gleicht sich das wunderbar aus. Ich fände das tatsächlich sehr lustig, wenn irgendwann rauskommt, dass die giftig sind. Ja, das kam schon mehrfach raus. Du musst nur ein bisschen Peter Marquardt Magazin lesen. PM, Peter Moosleitner Magazin musst du lesen. Ja. Da steht sowas drin. Wäre das nicht krass, wenn irgendwann rauskommt, dass Atomenergie auch schädlich sein kann? Das wäre verrückt. Das wäre da crazy. Das wäre wirklich verrückt. Nee, ich meine wirklich, wenn das so eine Art Verschwörung war, dass sich so eine Gruppe überlegt hat, okay, wie kriegen wir alle, wirklich alle Wohnungen infiltriert, infiziert mit irgendwas müssen wir erfinden. Ja, wie wär's denn mit so leuchtenden Sternen? Weil das ist ja eigentlich die Erfindung wahrscheinlich des letzten Jahrhunderts. Vor allem ich als Kind hatte auch solche Sterne und ich hatte ja ein Hochbett. Und das Hochbett war vielleicht wahrscheinlich ein bisschen zu hoch für die Raumhöhe, weswegen ich wirklich relativ direkt unter der Decke lag, was mir als Kind mega gefallen hat, weil ich mochte das so meine eigene Höhle und alles eng. Was aber auch das Gewitter, dass diese fluoreszierende, phosphorisierende Schwefelsterne... Ganz kurze Nachfrage, warst du in einem Sarg? Ich habe ein bisschen mehr Freiraum im Sarg. Okay. Aber ich war wirklich 2 Zentimeter die ganze Zeit, die ganze Nacht von diesen fluoreszierenden Sternen entfernt. Also wenn da wirklich irgendwelche Kräfte wirken, dann haben sie mich komplett durch. Naja, es war ja bei mir genauso. Ich sag mal so 90ern und so ist es halt. Ich weiß nicht, ob es schon in den 80ern gab. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das nicht hattet als Kinder. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass es wirklich jeder hatte. Und wenn man jetzt sagt, wir haben null Kommentare, einfach null Kommentare, 2 Jahre nach Upload, einfach weil es niemand nicht hatte. Es gibt nur Leute, die das haben. Das sind die richtigen Verschwörungstheorien. Diese junge Dame hat das auf jeden Fall auch und sie scheint glücklich. Schmücke deine Wand mit phosphoreszierender Liebe. Ist es phosphorisieren oder fluoreszieren und was ist der Unterschied? Phosphoreszierend, das heißt, die haben Liebe genommen und das in phosphoreszierenden Zustand versetzt durch Kernfusion und dann abgepackt, verschippt. Und jetzt kann man das Ganze sehen. Wir schauen rein. Naja, also ich frage, weil da in der Beschreibung einmal fluoreszierend steht und einmal phosphorisierend. Gibt es da einen chemisch-physikalischen Unterschied oder bin ich hier einfach gerade ein bisschen dusselig? Ich glaube, du bist in einer komplett anderen Milchstraße gefangen. Boah, klare Anweisung? Ja, und das hat halt nie jemand gemacht, ne? Vorher die Wand reinigen. Klare Anweisungen enthalten, einfach zu verwenden.
Ah, du kannst da die Sternkonstellation legen. Oh, das finde ich aber wiederum nett. Ja, ich bin ein Freund der Wissenschaft. Ich bin nämlich ein Freund der Wissenschaft. Und mir ist es wirklich wichtig, dass auch wirklich die Wanddekoration meiner Kinder wissenschaftlich akkurat auch korrekt ist. Also ich muss dazu sagen, ich hatte das auch. Aber es gibt halt ein Problem an diesen Teilen. Das macht so wahnsinnig Spaß, die abzumachen. Ja. Ich habe die halt immer abgepfriemelt. Ja, ja, ja. Dann hatten wir früher auch so eine Tapete, wie heißt das, so eine Rauffaser. Ja, nee, aber mit so kleinen Holzspänen drin. Rauffasertapete. Rauffaser, das hatten wir drin. Und ich war so ein sehr nervöses Kind und habe halt wirklich irgendwann, so wo ich geschlafen habe, wirklich so in Riesenstelle von diesen Rauffasern einfach abgetrupschelt. Warum warst du nervös als Kind? Ja. Naja, es gibt viele Kinder, die nervös sind. Ich habe halt zu viel gedaddelt. Du warst ein Daddler. Was hast du gedaddelt für Games? Tetris. Okay. Das war's eigentlich. Also, Adrian Goschi schreibt: Top, top, top. Die Sterne leuchten super. Die Kinder haben nun einen eigenen Sternenhimmel im Zimmer, wo nicht nur die Kinder davon begeistert sind, sondern auch wir und jeder Besuch, der es sieht. Ja, die Frage ist nur: Was kostet der ganze Spaß? Darum geht's ja letzten Endes. Und zwar haben wir es zu tun mit 517. Auf vier nur so geht das Blättern. Auf, nur so geht das auf. Ist 517 eine Primzahl? Gute Frage. Ich glaube, ja. Also, jetzt ist die Frage, ist das ein Special-Ding oder wirklich ganz normal, das klassische Zeug, was man halt so kennt? Oder ist es nee, das ist ganz normal. Ganz normal, ne? Okay. Gibt es da jemanden, der das richtig kacke findet, das Produkt? Das würde mich interessieren, bei so einem Produkt. Habe ich nicht gesehen. Das war ein weites zu hell oder so. Ich kann nicht mehr schlafen. Das ist wie wenn hier irgendwie drei Scheinwerfer an sind. Eine Frau ist ein Werwolf und wandelt sich die ganze Zeit. Also hier haben wir zum Beispiel Las Estrellas und Tebanos de Papel, dos en oder hoyas de Nino, todas las piezas pegadas, el lumpo, el ego, el supero, pedarra, el sucio, el sucio, se carga, parele, brilla, estructura, el brillante, literalmente, y minuto, vamos entrando, y grabamos, y más solo, y más solo, y más solo, Quando como Video und Fiasco. Gut, ich schätze, dass letzte, diese... Das Einzige, was ich verstehe, ist der letzte Satz. Un Fiasco. Un Fiasco. Und der Titel. Das verstehe ich. Bada Quality. also, ein reines Fiasco. 517 mal Fiasco. 15 Euro. Was ist die Mehrzahl von Fiasco? Jetzt guckst du blöd. Gut, 15 Euro. 15 Euro. Frag mich mal. Was ist denn die Mehrzahl von Fiasco? Rocket Beans TV. Ja. Gut, kommen wir jetzt zu unserem nächsten Produkt. Einem du sagen, was war das größte Fiasko der Rocket Beans Geschichte? Also, vielleicht diese Sendung hier? Na, also es hätte zumindest niemand damit gerechnet, dass wir den Laden so lange unten halten. Also ich glaube auch wirklich, dass unsere Sendung dazu beitragen, dass Rocket Beans unten gehalten wird. Wenn wir irgendwann weg sind, ja, wir sind der Panzer von der Schildkröte. Wir ziehen die runter, die wäre richtig schnell. Bleib mal hier an der Basis. Jetzt soll ich mir deine Schätzung? Eine Schätzung sagen, oder was? Ich habe 15 gesagt, kam in der Regie anscheinend nicht an, da ist, weil wir eine lange Leitung am Start. Das kam einfach nicht gut an. Okay, dann bin ich einfach abgelehnt. Es kam akustisch schon an. Tja, okay, es gibt drei Größen, sehe ich hier. 100. Wo? 517. 164 Sterne, 175 Sterne. Ach so, nee. Nee, die Sterne selber haben drei Größen. Die Packung ist verstehe ich das alles. Sofort verstehe ich das natürlich. Es geht ganz schnell, dass ich das verstanden habe. 9,99 Euro. LP sagt 9,99 Euro, also 10. Ich sag 15 Euro. Wir gucken also mal, 13. Wer näher dran ist. In diesen astronomischen Größen spielt das ja keine Rolle. Wir gucken mal rein. Und zwar, es sind 9,99 Euro. Und lecker Leder, und lecker Leder. Ich mag mich aus Bambus, und lecker Leder. Herzlichen Glückwunsch, ein sternhafter Aufstieg hier, astronomische Punktzahlen für LP Paulsen. Hey, Glückwunsch auch von mir, sorry, das Tool funktioniert schon wieder nicht, ja, ich bin dran. Ist doch kein Problem. Das hat schon gestimmt, oder? Das waren schon 9,99 Euro, ja? Punkte kriegst du, ja, aber ich auch noch. Damn. 9 Punkte kriegst du dann, ne? Aufgerundet. 10er? Abgeordnet. 9? Abgeordnet. Ah, jetzt kriegst du 10 Punkte und 10 Euro. Ja, gib mir mal meine 15 Euro wieder. Weiter geht's. Scheiße, Mann, ist das gut. Weiter geht's. Also nach der herben Enttäuschung, das war für mich das größte Fiasko der Rocket Beans TV-Geschichte. Scheiße, Mann.
und ich... Du hast jetzt keinen Stuhl mehr, oder was? Du bist nicht mehr an den Stuhl gebunden. Ich krieg mich nicht mehr. Ich krieg mich einfach nicht mehr. Fucking erstes Produkt einfach. Okay, weiter geht's. Und zwar die gute alte Biersäule. Eine der Säulen unserer Gesellschaft, die Biersäule natürlich. Und wo sind jetzt die 3-9 in Kommentarspalte? Wo sind die geflutet jetzt? Hä? Flutet doch mal jetzt die Kommentarspalte mit den 9, mit den 3-9. Mach das doch mal. Wäre angebracht. So, 5 Liter in einer Säule. Da kann eigentlich nichts schief gehen. Das ist ein Hingucker auf, guck mal, wie die guckt. Wie die hinguckt. Die mit ihrer Karaffe kommt sich richtig albern vor, wenn da plötzlich hier diese riesige Biersäule steht. Guck mal, das ist in der Arktis. Das ist in der, aus dem Eis wurde das hier hinausgearbeitet, dieses Produkt. Man kann es natürlich auch füllen mit einem schönen Erdbeer. Hä? Wir gucken mal kurz rein. Hä? Oh yes. Hä? Sommersonne, gute Laune. Limette und Creme Brûlée. Nackte Haut. Sommersonne, gute Laune. Limette und Creme Brûlée. Nackte Haut. Okay, als wir gesagt haben, wir machen zusammen einen Song, dachte ich eigentlich, dass von dir mehr kommt als... In den 90ern hat man sowas gerne mal gemacht. Ja, aber das ist 30 Jahre her. Oh shit. Wie alt bist du eigentlich? Okay, also, ja, eine klassische Biersäule, 5 Liter Zapfsäule mit Zapfhahn. Naja, ich find's eigentlich ganz gut, dass die Videoersteller sich gesagt haben, kann man Leute, wie lange sollen wir denn erklären, was wir hier verkaufen? Das ist halt eine Biersäule. Ja, ja. Haben die nach 10 Sekunden halt wieder ausgemacht, ne? Hier gibt's sogar noch ein Video. Ist das gleiche Video? Ah, nee, es war eine Oktave höher. Also, Premium, ach, guck mal, das haben wir noch nie gesehen. Das haben wir noch nie gesehen. Was ist denn das für ein Amazon-Asset? Keine Angst. Dass du so ein Suchbild hast? Keep cool. War das keine Angst um Kohlensäure oder keine Angst vor Kohlensäure? Keine Angst um Kohlensäure. Diese nimmt, Komma, weil die Biersäule ja kaum bewegt wird und oben geschlossen ist, extrem langsam ab. Hey, und hält so problemlos für einige Stunden Bartspaß. Bist du wahnsinnig geworden? Das wäre ja töricht. Ach, jedes unten Komma. Edle Biersäule im schlanken Design. Wie sie einfach noch dann irgendein anderes Getränk reingemacht haben, damit sie sagen können, es sei edel. Weil Bier nicht edel genug ist. Aber ich bestelle es mir natürlich, selbstverständlich. Naja, Säulen sind immer schlecht, weil dann geht das ganze Kohlensäure geht doch raus. Hält, was er verspricht, einen Rausch. Florian Renz ist vollkommen zufrieden. Ich hab das ganze Ding getrunken. Mit dem ganzen Gesaufe kann ich eh nichts anfangen. 3 von 5 Sternen. Warum hast du es gekauft? Ballerbrühe on fire. 2 Liter Cola plus eine Pulle Korn reinfeuern und dann zapfen. Wer es mag, gleich Eis mit rein. Ansonsten separat servieren. Leerzeichen, Punkt, Leerzeichen. Gut, ich muss sagen, wer auf viel Kohlensäure steht, muss hier etwas zurückstecken. Siehste? Aber auch das ist nur eine Frage des Tempos. Einen Stern muss ich abziehen, weil die Säule immer noch mal nachtropft. Aber die geschulte Trinker hat den Kniff schnell raus und lässt nichts vor. Ja, legt sich drunter, ne? Einer darf dann immer die Tropfen mitnehmen. Der Leo, hier aus, Leo aus der Redaktion. Hat es geschrieben, tatsächlich. Die Leos Ballerbrühe, oder was? Ja, Mann. Schreibt mal Leo an. 2 Liter Cola und eine Pulle Korn. So spricht er den ganzen Tag. Wirklich. So spricht Leo. Ey, Leute, ich habe wieder 2 Cola und eine Pulle Korn dabei. Okay, Preis-Leistung ist natürlich jetzt interessant, ne? Ja, ja, der Preis ist vor allem interessant, denn darum geht's. Krass, dass man so bei einer. Bei einem Account, den man sich bei Amazon macht, sein ein richtiges Foto von sich reinballert. Ja, Sinabra. Sinabra, Sinabre. Sinopret kenne ich sehr gut. Tatsächlich ist ihre Schwester. Okay, wir müssen schätzen, was dieses Produkt kostet. Ich sage, gibt's eine Säule oder 2 im Doppelangebot? Also, es gibt einmal 5 Liter, es gibt einmal 3,5 Liter für den schnellen Durst unterwegs. Wir haben es hier mit der 5-Liter-Variante zu tun. Und okay. Natürlich die Frage. 5 Liter Saufen, ne? Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Bier ist aber nicht dabei, oder? Das ist schon klar, oder? Nee, 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 ist alles rausgetropft. Das kriegt der Liefermann. Gibt's da noch das Stuttgarter Hofbräu oder so? Kostenlose Kaste dazu, oder ist das nicht dabei? Sag doch einmal. 39 Euro. Nee, lass glatto. Mich doch anfangen. Was ja, du sagst aber immer nix. Du sagst immer so ewig nix. Immer nur diese Pausen bei dir, immer nur schweigen, schweigen, schweigen. Sag doch mal was. Ja, und sobald du mal wieder führst, machst du den hier. Ich hab hier noch eine Anekdote und da noch eine Anekdote. Das habe ich noch nicht erzählt. Das würde ich gerne noch mal sagen.
Und hier schinde ich noch ein bisschen Zeit. Ja, ich liege aber nicht vorne. Dort. Ja, komm. 39,99 €. Lohnt sich nicht, kaufe ich nicht. Lohnt sich nicht, kaufe ich nicht. Kannst du eine Zahl sagen? Oder? 24,99 €. Jetzt Lars sagt 24,99 €. Ich sag 39 €. Und wir schauen mal nach, wer von uns hier näher dran liegt. Und es sind derzeit nicht verfügbar. Oh, 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 oh. Derzeit nicht verfügbar. Oh, oh, oh. Okay. Guck mal, ob es unten bei Kauften auch oder ähnliche Produkte. Oh Mann, sorry. Das ist, seit gestern war es noch da. Ich habe den Preis noch im Kopf. Na, guck mal. Ja. Ja, eine andere Zapfsäule für 3 Liter kostet ja, aber 50 Euro. Die ist ja leer. Gestern hat das Ding 64,99 € gekostet. Ui, aber ja, können wir nicht gelten lassen. Da kommen wir jetzt wirklich in Johannas Teufelsküche. Das geht nicht. Was mich aber richtig interessiert, ist der 5er Teigschneider. Willst du 5 Pizzen gleichzeitig schneiden? Oder damit kannst du zur Arbeit fahren? Hä, wie 5 Pizzen gleichzeitig für den Bäckereibetrieb oder was? Naja, dieses Schaubild illustriert, wie es funktioniert. Hier ist die Pizza mit frittiertem Chicken und Karotten und Paprika, klar. Alter, oder natürlich Tagliatelle. Okay. Und du kannst diesen Pizzaschneider, der funktioniert am besten, wenn du aus den 5 Klingen die so zusammendrückst, dass es eine Klinge ist. Also du hast Hanging Holes, Lockable Screw. Ich verstehe es noch nicht 100%. Also klar, bei Tagliatelle verstehe ich's. Ja, ja, ne? Ja. Bei Tagliatelle verstehe ich's. Wir schauen kurz ins Video zur Erklärung. Ja, Mann. Aber bei Pizza verstehe ich's nicht. I heard that you settled down, that you found a girl and you eat pizza now. How many pieces can you eat before you eat yourself? We always ate some parts, but now I eat them alone. Okay, dann können wir ja jetzt, bitteschön, ich hab's immer noch nicht. Also es geht, glaube ich, um Teigwerk. Im weitesten Sinne um Teigarbeiten. Das ist die Branche, in der wir uns gerade befinden. Um Teigarbeiten. Gibt's da noch einen besseren? Guck mal, Holzgriff. Ui. Also viel gemütlicher. Ich stelle mir einfach nur vor, die Person, die nur so einen Teil hat, aber immer nur eine Pizza normal schneiden will. Hey, wollen wir nicht eine Pizza essen? Bestellt? Und dann. Ja, ich habe aber nur dieses. Und dann so ganz unhandlich musste er da so, während alle anderen 4 so in der Luft hängen, musste er da diese eine Sache schneiden. Das ist genau, wenn du ein Tandem hast, aber alleine fährst. So, das ist einfach Overkill. Du hast einfach viel Werkzeug. Aber ist es nicht so, dass manche wirklich die Pizzastücke auch so nicht so in einem Dreieck ausschneiden? Ah, dann, so dann reden wir bei Blechpizza. Dann Nee, aber gerade eben nicht bei Blechpizzen, sondern bei Runden ist es ja eine ganz neue Erkenntnis. Ja gut, dann haben die Außenstücke aber sehr viel Kruste, Rinde. Es gibt doch auf TikTok, gab es doch dann auch mal, das ist der perfekte Weg, die Pizza zu schneiden. Ja, dieses asymmetrisch, dieses ungleichmäßig, ja. Aber Cleo schreibt, für Pizza nicht geeignet. Dieses Asymmetrische gilt übrigens auch für so Gemüse. Und wenn du so Gemüse schneidest, mache ich mittlerweile auch so, dass die auch mal dann asymmetrisch sind. Ja, ich auch. Ich schneide immer von TikTok. Ich schneide immer so rein, bis ich meinen Finger erreiche und dann au! Und dann je nachdem, wo weit ich bin, und dann ist au! Ja. Au! Und nochmal. Au! Noch und jedes Mal ist dann die Scheibe ein bisschen unterschiedlich. Du musst nicht schneiden bei deinem Gericht. Sehr gut an. Nee, das stimmt. Gerichten, die du schnippst. Nein. Du machst TK-Spinat und dazu machst du Tagliatelle. Ne? Ja. Nun muss man rein gar nichts schneiden. Das Ding kostet 5. Mann, jetzt lass mich doch. Sag mal, bist du eigentlich dumm oder so? Kann es sein? Euro. Ich sage, dieses Küchenutensil, der Teigschneider ohne Holzgriff kostet 5 Räder justierbar. Kostet. Warte doch kurz. Mann, jetzt lass mich halt. Lass du dich 10 Punkte vorne, okay? Dein Zeitspiel ist so erbärmlich, wie man es von dir erwartet. Es gibt's nicht. Es gibt's nicht. Ich will gar keine Zeit hin. Ich will einfach nur eine richtige 12,99 €. Ich sage 18,99 €. Weißt du, manchmal will ich auch überlegen, was das Produkt kostet, weil dafür werden wir bezahlt. Ihr seht es, 12,99 € gegen 18,99 € und es sind tatsächlich 23,97 €. War meine Alternative. Und für nur 1 € mehr ein Holzgriff dazu.
Ja, was? Geil. Ja, dann. Weiter geht's mit dem Ohröl, 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 Ohröl. Yes, geil. Mach mal rein da. Tinnitus. Ja, spuck Rinder, ja, Rinder. Schön Tinnitus-Ohrentropfen, japanisches Ohrringöl. Ganz natürliches Öl für Ohrgeräusche, Tinnitus-Ohrtropfen, Ohrpflegeöl. Und zwar rein damit ins Ohr, rein damit. Ich saufe die ganze Nacht, aber nicht durch den Mund, wenn du mich verstehst. Was oh, sauf das Ohrlöchle weg, ey. Das ganze Gesaufe ist eh nichts für mich, außer ins Ohr rein. Also ich glaube, man sollte, wenn man jetzt irgendwie wirklich Schmerz im Ohr hat, ein Produkt nicht unbedingt auf Amazon bestellen. Ich würde da tendenziell in die Apotheke gehen. Oh, Moment mal. Vor allem die Ohrmuschel hat auf, rot zu sein? Naja, ein entzündetes Ohr kann sich durchaus auch auf die Muschel übertragen. Das sag ich als Fachmediziner in dem Fall. Toll, bei mir hilft es für einen Tag, dann kommen die Töne wieder. Ja, dann musst du halt jeden Tag reintropfen. Nicht empfehlenswert, mehr wie Wasser statt Öl ist gleich wirkungslos. Von John Douglas Morrison. Aber zwei Sterne, weil es war ja immerhin Wasser. Er konnte es ja immerhin noch zum Abwasch. Er konnte es immer noch trinken. Not working very weak. Hilft aber überhaupt nicht. Auch bei nur zwei. Auch zwei Sterne. Die haben alle noch eine extra Verwendung. Die haben alle, ja, die haben alle noch so einen Gnadenstern, finde ich gut. Ja. Also, ja. Ja, dann sage ich es dir halt, es kostet 29,99. Ist mir mittlerweile auch egal, was du mir erzählst. Nee, da bin ich jetzt bei 9,99 €, muss ich sagen. Da hat sich jetzt der, da hat sich der Wurm gewendet. Ja, aber ich. Da gibt's einen Wendewurm. Darf ich mich erklären? Bitte? Ich glaube einfach, dass hier mit den Gefühlen der Leute gespielt wird und mit dem gesundheitlichen Problem namens Tinnitus und anderen Ohrproblemen, da kannst du viel Geld mitmachen. Wir sind bei 29,99 €. Ich sag 9,99 € und es sind 8,49 €. Ein Schnapper. So, komm, ich hol auf hier. 6 Stück Hühnerhüte. Okay. 6 Hühnerhüte mit, okay, wir haben gelb, blau und dann 3 verschiedene lila Rottöne. Also ich wollte es nicht ansprechen, aber vorhin bei dem Produkt unten habe ich schon so kleine Hühnerhelmchen gesehen. Jetzt weiß ich, wo das herkommt. Ja, das... Wenn du mit deinen Hühnern auch mal ein bisschen Party machen willst. Du, wenn du die mit zum Pferderennen nehmen willst und du gerade das Photoshop-Abo hast, dann kannst du das schön machen. Ich kann dir sagen, Kunden kaufen auch. Und jetzt sind wir bei einem alten Produkt. Ah, die Huhnwarnweste. Wir werden es kennen. Aber nicht nur auf Hühner beschränkt. Auch die Maus geht gern außer ein Haus, gut geschmückt. Glaube ich eher, aber... und die Rettiche hier auch gut. Auch der Typ. Rettichsalat. Ja! Also darf man auf Tiere eigentlich alles drauf photoshoppen? So? Ich glaube, die haben keine Rechte. Aber guck mal, hier sogar verschwommen mit Hintergrund. Das ist sehr Tiefenunschärfe. Aber kann der Fotograf, Bild, oder? Der Fotograf, der das einstellt, kann der irgendwie sagen, ich möchte zum Beispiel nicht, dass auf meine Tauben jetzt noch kleine witzige Hütchen geshoppt werden? Glaube ich, so möglich. Das ist ein Menschenrecht, witzige Hütchen auf allem. Ich meine, es ist okay, so ein Produkt anzubieten, finde ich, als Gag. Aber das Ding zu kaufen, ist ja dann schon nochmal eine ganz andere Nummer. Wir haben es an die Hühner rangemacht. Sie hatten sogar zum Anpassen ein Haargummi. Und das war echt lustig. Bis man die Hühner fängt, dauert es aber Zeit. Ich war auch müde nach dem Chaos. Aber es war lustig. Den Hühnern hat es aber eher nicht gefallen. Oh Gott. Ich war müde nach die dem Menschheit Chaos. Die Menschheit ist einfach so. Ich glaube, das ist der Satz, den man über die Menschheit sagen kann. Ich war müde nach dem Chaos. Man richtet Chaos an, man zündet die ganze Welt an. Ja, da war ich müde. Oh, ja, das stimmt. Sowas braucht kein Mann. Huhn. Bitte tut den Tieren so etwas nicht an, schreibt Antje. Ach, Antje. Dann geh mal zum Tin und sag dem mal, dass er das nicht mehr machen soll. Aber du weißt, er hat richtig Spaß gehabt. Aber er war auch müde, aber das hat sich gelohnt. Also das ist ja absolute Tierquälerei, absolut furchtbar. Alle Dinge, die Spaß machen, machen müde auch. Das stimmt, das ist schon, ja. Geht immer einher. So, wie viele Hüte haben wir denn? Nur 6 Stück. 6 Stück, unterschiedliche Farben. Verschiedene Farben. Kann man die zusammenklappen? Das ist jetzt eine Frage, die mich nicht wirklich interessiert. Wir haben auf jeden Fall eine Art Brillant oder eine Art Spiegel Brillin mit dabei. Oder halt Blechknopf, das kann sein. Oh, wir müssen da schon mal gucken, das ist ein lebendiger Stil. Ich finde auch. Das ist so ein richtig... breites Anwendungsspektrum. Okay. Dieses Haustierkostüm für Hühner eignet sich für das tägliche... für das tägliche Tragen von Haustieren
und können auch für viele Anlässe verwendet werden. Steht. Zum Beispiel können ihre Haustiere süßer und interessanter machen, um die Wertschätzung anderer zu gewinnen. Entschuldige, Sie sind doch hier. Arbeiten Sie hier? Ja. Ich habe ein Problem mit meinem Haustier. Okay. Ich finde das uninteressant. Okay. Haben Sie da irgendwas? Ja, das ist kein Problem. Die Sache ist wirklich nur bocklangweilig. Ja, es ist langweilig. Da haben wir diese Hüte für ihn. Damit kriegen Sie auch Wertschätzung und Anerkennung. Kostenlos? Nein, das kostet natürlich schon seine 12,99 €. Okay, ne? Aber alles klar. Aha. Dafür haben sie eine Menge dabei. Packen Sie mir mal einen Zweierpack ein. Ne? Packen Sie mir mal einen Zweierpack. Und währenddessen das Huhn: Warum findest du mich uninteressant, Vater? Warum, was mache ich falsch? Was mache ich falsch, Vater? Warum, du hast gesagt, du kümmerst mich um dich. Ich kümmere mich um dich. Wo sind wir gerade? In welcher Nation sind wir unterwegs? Warum lässt du mich im Stich, Vater? Vater? Warum muss ich diesen Hut tragen? Ja, ich finde dich halt einfach stinklangweilig. Weißt du, früher hast du noch getanzt. Bak, 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 bak. Ich bin jetzt nicht mehr so jung, Vater. Ja, du leidest immer nur. Auch. Ich leide, Vater. Guck doch mal, du bist ein Schatten deiner selbst. Ja. Hä? Du bist nicht mal halb Banane, halb Hut. Ich kann keine Anerkennung mehr für dich bekommen. Ja. Du kriegst keine Anerkennung mehr für mich. Weißt du, ich kaufe dir jetzt was und dann machen wir heute Abend eine richtig schöne Party. Danke, Vater. Ja? 12,99 € sage ich. 12,99 €. Was sagt LP, ist die Frage. Oder soll ich einfach in 7 Minuten nochmal kommen, wenn die Sendung vorbei ist, um deine Antwort zu bekommen? Ich wollte das jetzt noch abwarten, weil wir haben ja gerade Spaß gehabt zusammen und haben wirklich einfach eine gute Sendung gemacht. Ein bisschen gemacht müde. Und ich bin ein bisschen müde geworden nach dem ganzen Chaos. Verstehen. Also was ist es einem wert? Tu es, sag es. 6 mal 2, also 12 ist schon nicht schlecht, dann sagen wir, aber 3 wäre zu viel. Doch, machen wir 6 mal 3, dann sind wir näher ein bisschen drunter. Gehen wir bei 17,99 €. 12,99 € zu 17,99 €. Ich bin sehr gespannt, welche Richtung es ist. Es sind die 9,99 €. Ah, Mann, ey, du musst einfach immer 9,99 € schätzen. Das ist dieses ganze Format. Kawaii, geschorenes Schaf, Kuscheltier, Plüschtier, süßer Geschenk, Alpaka, Ziege, Kawaii, Plüsch, Stofftier, Plüsch, Spielzeug, lustige Geburtstag, Muttertag, Ostern, Geschenke für Kinder, Frauen, Mädchen, Jungen. Kann man da auch seinen Huhn reinpacken? Ist meine erste Frage, die ich habe. Ach, das kann man dem ausziehen. Ja, ja. Ich glaube, du kriegst sogar nur das Fell, oder nicht? Nee. Das wird ihm dargebracht, einfach als Opfer. Schau mal. Nehmen wir unser Kind. Das ist eigentlich wie eine Banane, ne? Das ist ähnlich wie eine Banane, dieses Schädel. Wir bräuchten noch so ein Schaf, wo man das Fell so abmachen kann. Ich finde das aber cool, also mir gefällt das richtig gut. Ja, stimmt, die Farbe erinnert so ein bisschen an Banane oder auch so ganz leicht, ganz entfernt, findest du nicht auch? Ganz entfernt eine Erdnuss? An Kühlschrank. Ganz entfernt ja, an Kühlschrank. Ganz entfernt. Wieso denke ich an einen Kühlschrank, wenn ich Weil ich finde, der sieht einfach aus, als hätte er einfach einen geilen Mantel an. Nee! So wie diesem Reißverschluss. Ihr Tag. Ich finde den mega gut. Agony. Ihr habt's alle gesehen, oder? Ihr habt's gesehen, oder? Ihr habt's gehört, gespürt. Ja, Moment mal, die haut einfach das Fell weg? Dann nicht. Weg damit. Dann nicht. Hab's nicht nötig. Nacktmull. Ja, aber die haben ja das Fell ja jetzt gar nicht. Ja, dann machst du wieder ran. Ja, das macht halt genau einmal Spaß. Gut, niedlich, völlig albern, aber kaufen wir, oder? Schwarzes Schaf. Ach, leck mich doch. Nee, hör, du willst da keinen Senf reinpacken. Sorry, ich muss hier im anderen Rundown, der andere geht nicht. Wir sind heute im Fischthema, aber es ist gedacht, die Senfkarte. Ach so, das ist mir gar nicht aufgefallen, tatsächlich. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich finde das fantastisch. Ich mag auch die Körperhaltung von einem Schaf, der einfach so loungend, einfach so gekrümmt da liegt. So. Ja, er gibt sich einfach, ne? Er gibt sich völlig. Aber er ist ja auch geschützt. Er hat dieses Wollding. Oh, Video. Ach, Leute, die für so ein Produkt einfach ein Video machen, oder? Das ist schon nicht schlecht. Ja, dann kann man es aufziehen und dann ausziehen, ne? Tja. Das Saxophon im Hintergrund! Striptease. Das sexy Saxophon. Sheep-Tease. Wo wurde dieses Video gedreht? Auf irgendeiner Kleinstkunstveranstaltung am Marktplatz? Weiß ich nicht.
Ich glaube, der hat es gekauft und sofort online gestellt. Sofort ein Video davon gemacht. Ich finde. Das beste Content, was will ich da auf ja. YouTube noch? So niedlich, klein, traurig. War für meinen Sohn ein Geschenk. Leider kam es kaputt an, der Reißverschluss. Und die Leiste des Reißverschlusses ist kaputt. Leider kann ich es nicht zurückschicken, weil mein Sohn es liebt. Mhm. Umso trauriger. Bei dem Preis hätte ich mehr erwartet. Auch einfach ein Bild mit ihrem Sohn auf Amazon gestellt. Gut, ich, leider kann ich es nicht zurückschicken, weil mein Sohn es liebt. Umso trauriger. Ja, mir gefällt es einfach, weil man etwas damit anfangen kann. Ausziehen, neuen Pullover häkeln. Preis könnte etwas weniger sein von Mackie. Weißt du, was mir an so einem normalen Teddybären überhaupt nicht gefällt? Dass man damit gar nichts anfangen kann. Nee, gar nichts. Der hat keine Funktion. Der hat keine Elemente. An, liegt der da und das war's. Du kannst ihn nicht ausziehen. Ich bin bei. Gibt's ein oder zwei? Zwei, ne? Eins. Das beige hier. Okay. Hellgelb. Ich bin bei. Kuscheltiere sind nicht günstig, Florentin. Lass dich da mal nicht lumpen. 19,99. Nee, ich sag 39,99 €. Für 20 € würde man nicht sagen, der Preis ist zu hoch. Naja, du hast die Senfkarte gezogen, du bist bei 19,99, ich sag 39,99 und es sind tatsächlich. Ich reiß das Studio ab. Komm, scheiß drauf. Ich baue ab! Ich baue das Studio ab! Ich baue es ab! Du bist eine Schande! Ich bin eine Schande, Vater. Du bist eine Schande, Vater. Ich bin eine Schande, Vater. Jawohl, du bleibst jetzt für immer da unten. Habt ihr das gesehen? Ja? Habt ihr gesehen, was passiert ist gerade? Also 9,99 €, löscht ihr jetzt wieder in den Kommentar. Oder lasst ihn stehen. Lasst ihn stehen. Jetzt macht ihr mal Folgendes. Schreibt mal 1,999. Ich will so viele Neunen sehen da unten im Kommentarbereich. Ich noch nie gesehen. Oh. Jesus. Oh Mann, ey, das war so eine spannende Aufholjagd. Verzeiht mir. 31 Punkte hat dieser wandelnde Beutel. Weiter geht's mit dem Boardmaster VW-Kollektion Volkswagen T1 Bulli Bus fahrbare Kühlbox. Das ist eine fahrbare Kühlbox. Das ist ein schönes Bild, oder? So ein Mohnbeet. Ja, der Typ ist cool. Und ist es noch ein echter VW T1 und dann der kleine? Das, ja, da hat sich jemand echt Mühe gegeben. Hab ich immer dabei. Ist es ein offizielles Ding? Ist es ein offizielles Ding oder ein Replika? Official Volkswagen Branding. Ja, gut. Haben wir geklaut von Volkswagen, das ist official. Sag mal, aber da hat sich jemand echt Mühe gegeben. Wen meinst du jetzt genau? Den Photoshopper? Oder? Ja, nein, das ist nicht. Was heißt hier Photoshop? Das ist nicht Photoshop. Die Flaschen sind da wirklich drin, oder was? Das ist auch nicht Photoshop. Da hat jemand ein richtiges Shooting, schön hier irgendwie in Holland oder sowas. Die Flaschen in dem Auto sind Photoshop. Nein. Wir sind alle echt. Das ist alles echt. Das lasse ich durch einen AI-Filter laufen. Von mir aus. Gut. Okay. Das ist eine Drohung. Das lasse ich durch einen AI-Filter laufen. Ja, dann guckst du blöd. Ja, dann guckst du richtig dappig aus der Wäsche. Wie groß ist der Bus? Die Daten sind mit angegeben. Ich gebe doch so eine Scheiße nicht. Ein Großteil wird in China hergestellt. Ach Gott, ja. Das ist ja ganz neu. 30er das Bode. Letzte, was du in deinem Leben siehst. 30. Also meiner Meinung nach ist das ein absoluter Hingucker. Ja, also sehr gut. Ist schon cool, ne? Deswegen, ich sage, das Ding kostet 150 €. Aber mal ehrlich, der Preis... Dafür hätte ich wenigstens einen 230 Strom und 12 Volt Anschluss erwartet. Und leuchtende Scheinwerfer. Ja, jetzt reicht's, ne? Jetzt reicht's. Sollten sich alle Bulli-Fans leisten können, nicht nur Besserverdienende. Naja, aber wer hat denn einen Bulli, hä? Sind wir doch mal ehrlich. Du hast doch keinen Bulli, wenn du nicht keine Kohle hast.
Wenn du dir einen Bulli kaufen kannst, kannst du dir auch dieses geile Teil hier für 150 Euro kaufen. Okay, also alle Kommentatoren bemängeln den zu hohen Preis. Ja, weil es ja im Endeffekt nichts kann. Preislich eher günstig, aber 5,90 Euro Versandkosten? Schreibt Narzenkönig, der ist auch ein König, der hat auch Geld. Okay, also merkwürdig, vielleicht haben sie den Preis auch irgendwann nach unten korrigiert und dann hat Gnarzenkönig gesagt, komm, Preis runter, Versandkosten hoch, kennt man ja, das sind die Tricks. Das sind ja die Tricks. Aber wir haben hier offensichtlich alles bezahlt, dass wir keinen Lieferkosten zahlen müssen. Ich sage 99 Euro. Das ist zu wenig. Meinst du? Ja. Okay. Ich würde sogar sagen, dass meine Schätzung noch ein bisschen zu wenig ist. Nee, Quatsch. Lars sagt 150, ich sag 99 und wir schauen mal nach. Okay. Okay. Okay, also wer zahlt denn 449 Euro und beschwert sich dann über 5 Euro Versand? Oh, stell dir vor, das hätte ich getroffen. Hätte ich jetzt 450 Punkte gehabt. Ja, aber du hast ja eine absolute Dummkopfschätzung gemacht stattdessen lieber, ne? Weiter geht's mit dem Switchboard Smart Switch Toggle. Machen Sie Schalter intelligent, App und Timer, Steuerung. Fügen Sie Hub Mini. Es gibt wirklich Leute, die haben 500 Euro übrig, um so ein, ja, so ein Teil zu kaufen, ne? Introducing beeindruckend. Switchbar. Now you can control any switch remotely. Boah, jetzt geht's geil ab, Beats. Smartwatch oder das Internet. Turning on your bedside lamp has never been so easy. Get your morning coffee self-serve. Das ist so, das ist einfach ein Never joke, ein favorite TV show. Und das kann man über eine App steuern, oder was? Gäbe es nur irgendeine Möglichkeit, den Fernseher aus der Distanz zu kontrollieren? Wenn es da irgendeine geniale Erfindung gäbe. Vor allem bei der Kaffeemaschine. Ja, okay, du liegst im Bett. Aktivierst die Kaffeemaschine, bleibst noch liegen, ja? Bleibst liegen und stehst erst auf, wenn Haustier? Kaffee da ist. Ist es mit Wi-Fi? Ja, ne? Ja gut, aber es geht natürlich so ein bisschen in die andere Richtung gerade, was wir jetzt technologisch sehen, dass eher alles smart ist und die machen halt eher alles mit so einem... Ey, bitte, oh Mann, Lars, jetzt ärgert's mich. Du machst immer wieder den Fehler, und ignorierst Übergangstechnologien. Es braucht immer auch Übergangstechnologien, schon ein paar Mal gesagt, die nicht smarte Dinge dann auch smart machen, bevor alle die Smart-Geräte haben. Aber wann war die Übergangstechnologie-Zeit? Die ist genau jetzt. Nein, die ist genau jetzt. Jetzt wird alles, alles, was wir hier gesehen haben, das kommt doch jetzt erst in der breiten Bevölkerung an. Klar, für Technik-Freaks, die Max Zählerste der Welt haben das schon vor Jahren gemacht, aber das geht doch eher in den Massenmarkt. Schluss. Ich bin da eigentlich nicht, ich bin einfach nicht deiner Meinung. Vor allem dieses kleine Teil, das wird doch früher oder später einrosten. Also, stark für die meisten. Maximaler Schwenkwinkel. Was soll das heißen? Stark für die meisten. Ach, du kannst quasi eine Colaflasche ranhängen. Ja, das meiste. Also die meisten Gegenstände. Das meiste kannst du da dranhängen. Wiegt denn das meiste so viel wie eine... Was ist eigentlich das durchschnittliche Gewicht von allem? Von Dingen. Ja. Der maximale Schwenkwinkel der Bots beträgt 135 Grad. Ja, 135. Ja. Oh, nee. Was war das denn? Hol uns wieder hoch. Beide erst in die falsche Richtung gefallen sind, die Trottel. Benutze es, um elektrische Rollladen zu steuern. Guck mal, was der Pilger sagt. Rollladen. Ja, Pilger? Pilger im Titel. Das Gerät drückt Tasten. Oder so, ja. Etwas problematisch kann die Befestigung sein. Mit Klebeband. Hup, kann man einstellen. Der Bot kommt mit Eier-App. Lässt sich via Bluetooth aber auch gut in den Home Assistant einbinden. Siehst du? Übergangstechnologie. Mario Lords Plus. Das ist die Premium-Version von Mario Lords. Ja. Wenn du 19,99 Euro im Monat zahlst, kriegst du die Premium-Version von Mario Lords. Geil. Nicht diese lame Standard-Variante von Mario Lords, wo man quasi gar nichts mitmachen kann. Die Sache ist, die einzige Sache, wofür ich dieses Produkt benutzen würde, weil ich habe oft das Problem, ich liege im Bett morgens, da überkommt mich ein kleiner Senfhunger. Mhm. So. Und dann habe ich natürlich immer Senf im Kühlschrank, aber denke ich mir, jetzt müsste ich eigentlich so mehrere hundert Schalter der Reihe nach aufgestellt haben, die aus der Küche quasi wie so eine Art Laola-Welle das Senfglas dann eine nach dem anderen wie so eine Art Senfstraße das dann genau in mein Schlafzimmer, genau mir in den Mund drücken. Domino-mäßig. Ich hätte dann dafür eine extra App, vielleicht sogar mit Sprachsteuerung, ja, kann ich mit der Sprachsteuerung, mache ich Siri oder so, kann ich bestimmt verbinden und dann würde ich das Codewort sagen, um mir eben diese Senf, ja,
diese Fünf-Kaskade. Was hattest du dir da für ein Codewort überlegt? Ich hatte als Codewort hatte ich mir überlegt, dass ich vielleicht sowas sage wie Senfkarte. Ist ein gutes, könnte ich vielleicht sagen. Gutes Wort. Dafür bräuchte ich aber 120 Stück davon. Das geht natürlich ins Preis, weil jeder einzelne kostet. Das ist ein gutes Wort. Jeder einzelne kostet. Jeder einzelne kostet. Jeder einzelne kostet. Jeder einzelne kostet. Jeder einzelne kostet 12,90 €. 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 Ich sag 12,90 €. Quatsch. Dummer Scheiß. 34,99. Was sagst du? 34,99 € für den kleinen süßen Helfer im Alltag. 34,99 € zu 12,90 €. Wir schauen nach, wer näher dran liegt. 29,99 €. Dieser Punkt geht an L to the PP, the PP, 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 the Paulsen. 3,3,3 steht es momentan, ne? 33,3 €. Ja, du hast 4-mal richtig geraten, ich 3-mal. Oh Gott, ist so lächerlich. Jetzt fängt der damit an. Es steht 33,3 €, oder? Oh, der gute alte Nudeltrockner von Bugukat. Na, endlich kriegen wir ihn mal. Bei der ersten Sendung dachte ich mir schon, wann kommt denn endlich der Bugukat-Nudeltrockner? Ich hab dir gesagt, er kommt. Ich hab dir gesagt. Du hast es mir versprochen, ich war skeptisch. Jetzt hast du recht. Pasta-Trockner, Nudelständer mit 10 Ausbahnsprossen. Ich bin ja kurz davor, dann wirklich Nudeln selbst zu machen, Flo. Und es tut mir leid. Ja. Es tut mir leid. Du, erst mit den schönen, mit den Schneidekreisen in Streifen, dann über den... Aber ich habe mir kürzlich auf vom Markt habe ich frische Nudeln habe ich mir gekauft. Frische Pasta. Ja. Und ich habe gesagt, wenn mir das jetzt überragend geil schmeckt, dann fange ich an, selbst Pasta zu machen. Und es war lecker, ne? Aber nicht überragend. Nee. Der Aufwandertrag... Der ist steht in keinem. Hast du schon mal selbstgemachte Pasta probiert von jemandem? Nee. Oder gekauft? Nee. Ich weiß nicht, ihr könnt mir das gerne mal in den Kommentaren erklären, weil viele schwören ja darauf und sagen, das ist wirklich das Allergeilste. Ich muss sagen, weiß ich nicht. Ich hätte zu viel Angst, dass mir irgendein Rüpel aus der Nachbarschaft meine Nudeln klaut vom Nudeltrockner. Dass ich die zum Trocknen raushänge, schön bei dem sonnigen Tag. Das passiert heute. Und dann kommt irgendwie Uli die Lutsch, Molch. Ja, er liebt die Nudeln. Hängt da irgendwie am Nudeltrockner. Und ich kann so schnell nicht reagieren. Ich sehe es aus dem Fenster, denke mir, oh nein, da saugt jemand die Nudeln. Dann muss ich erst raus zur Haustür, hinten in den Garten rennen. Bis dahin ist der weg, den kriege ich nie. Ja. Dann brauchst du vor dem Nudeldings brauchst du so einen Wespenwedler noch. Genau. Genau, und der hält dann die Nachbarn auch ab. Kann man nicht auf den Wespenwedler auch nochmal so eine Nudel draufpacken? Spaghetti, Penne, Tagliatelle, Lasagne, Penne, Cannoli und Penne. Ich mag Nudeln, egal wie sie aussehen. Hauptsache, sie sind ein bisschen trocken. Leider sind sie immer nass, wenn ich sie zubereite. Dann sind sie viel zu nass. Wie kriege ich das nur hin? Wir werden die Nudeln noch ein kleines bisschen trockener. Bugukat, hast du eine Antwort für mich? Nackte Haut, probier's mit nackter Haut. Nackte Haut, probier's mit nackter Haut. Wie soll mir nackte Haut denn da helfen? Da habe ich doch nichts dabei, wenn's zu nass ist. Wie wird denn durch nackte Haut das trocken? Nudeln bleiben nass, da habe ich nichts dabei. Kann ich dir sagen, das ist durch nackte Haut wird alles gut. Alles gut, durch nackte Haut, probier's mal aus. Wir haben noch 30 Sekunden, ich stell die Frage nochmal. Wie zur Hölle soll das funktionieren? Meine Nudel ist zu feucht. Wie kriege ich die denn jetzt die schön trocken? Ah, ist natürlich stark an der Stelle. Aber ich finde, so richtig gut in Szene gesetzt wurde der nicht. Vor allem, kann der sich nicht drehen? So ein Nudelkarussell? Der kann sich nicht drehen. Das wäre zu gefährlich für die Nudeln. Also wenn man wirklich keine Nudeln selbst machen kann ohne den Nudeltrockner, bin ich sowieso raus. Weil das Produkt hat mich nicht überzeugt. Wobei, du kannst es überall hin mitnehmen. Ich fänd's geil, wenn man das irgendwie davon isst. Wenn man das so serviert bekommt oder so. Wenn dann noch irgendwie die Soße, wenn es so vielleicht in der Soße drin hängt. Mhm. Also stell dir vor, du hast so eine Schüssel und dann hängen die Nudeln zur Hälfte in der Soße. Und dann zieht man die Nudel runter, die unten ist alles voller Soße. Und so isst man die. Das könnte ich mir vorstellen als Party-Gag oder so. Oder denk mal an Running Sushi.
Ja. Diese Fließbänder. Ja. Du hast aber hier Running Nudel Trockner. Ja. Das dreht sich langsam, kannst dir dann immer so eine Nudel wegmachen und dann mit der Methode, die du gerade beschrieben hast, immer tunken. Ja, oder ist es ein bisschen wie so eine Autowaschanlage, wo du diese rotierenden Kegel hast und da sind halt überall Nudeln dran und dann musst du da durch den Raum laufen. Ah, und dann musst du dir ins Gesicht peitschen lassen. Auch von den ganzen Nudeln, die da entlang peitschen. Und dann kommst du in eine Düse, wo die Tomatensauce rauskommt. Und dann kommen die Nudeln und du musst gucken, dass du davon genug isst. Finde ich geil. Finde ich richtig geil. Ich finde, Nudeln sind schon wirklich nicht verkehrt. Also, ganz kurz, du hast 33, also brauche ich 31 Punkte, um zu gewinnen. Also sage ich, dieses Produkt kostet 30,99 Euro. Die Nudeln klatschen in sein Gesicht. Es kostet 41 Euro. Gut. Also, ich sag 31, Lars sagt 41, super, 30,99 Euro. Das um präzise zu sein. Gesagt. Und bitteschön. 13,99. 13,99 Euro damit. Kurz, nee, ich wollte doch nur mal schnell. Ich sehe gerade nicht mehr so gut. Kannst du mir kurz. Das ist so klein da mittlerweile. Der Punktestand. Kannst du mir den vorlesen? Ich kann dir kurz vorlesen. Ich habe 3 Punkte, ich habe 4 Punkte. Und ich? Du hast 33. 3? 34, ja. Na dann. Hey, Baby. Zeig mir deine nackte Haut. Zeig mir deine nackte Haut. Yes, man! Zweimal getroffen! Zweimal genau getroffen in einer Folge! Das ist ein gottverdammter Rekord! Danke an alle, die an mich geglaubt haben. Vielen Dank an alle, die dieses Video ein Like geben. Vielen Dank an alle, die abonnieren. Vielen Dank an alle, die in unserem Supporters Club sind. Vielen Dank an alle, die schon so kommentieren. Sind. Vielen Dank an alle, die ganzen Produkte auf Amazon kaufen. Vielen Dank an alle, die mal wieder da sind. Vielen Dank an alle. Tschüss, macht's gut. Leute, ich gehe jetzt an Strand, Freunde, ja? Mir ist nämlich völlig egal, ich gehe jetzt mit meinen Jungs zum Strand, da machen wir nämlich ein bisschen hier schön VW auf. Mit 4 Punkten an Strand, oder was? Ja, naja, gut. Bei meinen Kumpels geht's oft gar nicht so sehr um den Erfolg. Also, die mögen mich so, wie ich bin, unabhängig davon, ob ich jetzt in diversen Quizshows gut abschneide oder performe oder so. Die mögen mich. Ich bin nicht dein Kumpel. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern mit Lars Paulsen und Florentin Will.